Linke Bernd Rieksinger. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, die betriebliche Mitbestimmung zu erweitern. Seit Jahrzehnten wird die Mitbestimmung ausgehöhlt und damit die innerbetriebliche Demokratie geschwächt. Es kann ja kein Zweifel bestehen, dass Outsourcing, dass die Zunahme der Leiharbeit, die Zunahme der Werkverträge, die im Übrigen nichts anderes sind wie organisierte Tarifflucht, die Rolle der Betriebsräte geschwächt haben. Ich finde, dass man viel zu lange dieser Schwächung der Betriebsräte zugesehen hat. Aktuell erleben wir besonders in der Automobil- und Zuliefererindustrie, wie Zehntausende von Arbeitsplätzen vernichtet werden durch radikale Kosteneinsparungsprogramme, durch Schließung und Verlagerung von Standorten. Daimler, Schaeffler, Bosch, Mahle, Beer, Mann und Hummel sind nur die bekanntesten Beispiele. Dabei haben diese Maßnahmen häufig gar nichts mit Corona zu tun und auch nichts mit der anstehenden Transformation. Die Manager nutzen die Gunst der Stunde, um zulasten der Belegschaften Kosten zu sparen und die Rendite hochzuhalten. Dem wollen wir nicht länger zuschauen. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass Standorte, die von den Belegschaften über Jahrzehnte aufgebaut wurden, von den Managern mit einem Federstrich geschlossen werden können. Genauso wenig Verständnis habe ich übrigens dafür, dass staatliche Hilfen an keinerlei Bedingungen zur Arbeitsplatzsicherheit und zum Klimaschutz geknüpft werden. Staatliche Hilfen, obwohl Dividenden ausgestüttet, ganze Standorte geschlossen und Massenentlassungen vollzogen werden, das ist das Gegenteil von einem solidarischen Weg aus der Krise. Aber das eigentliche Trauerspiel ist, dass alle diese Maßnahmen über die Köpfe der Belegschaften hinweg und ihrer Interessensvertretungen hinweg erfolgen. Mehr noch, Betriebsräte werden häufig erpresst, indem Investitionen an Zugeständnisse bei Löhnen und Arbeitsbedingungen geknüpft werden. Hier wird eine Situation schamlos ausgenutzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dem wollen wir nicht länger tatenlos zuschauen. Es ist Zeit für echte Mitbestimmung bei Betriebsänderungen, Standortverlagerungen, Entlassungen und massivem Stellenabbau. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, was ist eigentlich mit euch? War nicht Mitbestimmung und Belegschaftsbeteiligung einmal euer Kernthema? Es wird Zeit, dass ihr das mal wieder entdeckt. Ja? Entdeckt dieses Thema. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für die Erweiterung der Mitbestimmung: die anstehende Transformation und Digitalisierung. Wer will, dass dieser Prozess nicht auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen wird, muss sicherstellen, dass sie mitentscheiden und mitbestimmen können. Und zwar keine Pseudobeteiligung durch unverbindliche Workshops, sondern gesetzlich garantierte Mitbestimmung. Und das gilt erst recht für einen sozialökologischen Umbau. Wer Klimaschutz und die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze zusammenbringen will, muss die Beschäftigten beteiligen und die Mitbestimmung erweitern. Dafür ist es höchste Zeit. Vielen Dank, Bernd Rieksinger. Danke Ihnen. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Jana.